zwei Wochen hielt er ganz Deutschland in Atem. Frank Schmökel, ein psychisch kranker Gewalttäter auf der Flucht. Mordmaschine, Kinderschänder, Ausbrecherkönig nennt ihn die Boulevardpresse. Es ist ja oft durch die Medien damals der Begriff Zeitbombe gegangen. Ich denke, das ist natürlich kein Begriff, der einen Menschen, auch nicht einen Straftäter, beschreibt. Aber irgendwo steckt schon ein bisschen Wahrheit hinter diesem Begriff. Herbst 2000, die größte Verfolgungsjagd Deutschlands. 13 Tage quer durch die Republik. Äußerst nett, freundlich und zuvorkommend, kann aber im gleichen Augenblick auch umschlagen in hohe Aggressivität und Gewalttätigkeit. Der Mann ist also unberechenbar. Schmökel macht zum Albtraum, dass er nicht dumm ist und dass er eine langjährige Erfahrung mit Psychologie und Psychiatrie hat. Und dass er natürlich über eingehende Erfahrungen auch verfügt, was Polizei betrifft und was Ermittlungsarbeit betrifft. Und dass er ein Mensch ist, der von Fantasien strotzt und gleichzeitig auch ein Mensch ist, der dem das Gegenüber vollkommen egal ist. Wer ist Frank Schmökel? Wie wurde er, was er ist? Was macht ihn so bedrohlich? Landesklinik Brandenburg. Der Trakt für psychisch kranke Straftäter. Hier sitzt Frank Schmökel, 42 Jahre alt, heute ein. Im sogenannten Maßregelvollzug. So etwas wie Therapie und Haft zugleich. Ein Interview mit der Kamera wird uns nicht genehmigt, aus Gründen der Sicherheit, heißt es. Am Telefon erzählt er von seiner großen Flucht. Ich hatte mittlerweile 7 Psychologen und jeder versucht mich in jede andere Richtung zu therapieren. Und ich bin einfach nicht weitergekommen. Im Gegenteil, es ist immer schlimmer geworden. Es ging nicht mehr weiter. Und ich habe gesagt, du musst hier raus, du musst weg, du musst so weit weg wie möglich. Weil ich dachte, das ist die einzige Chance, überhaupt sich noch verändern zu können. 25. Oktober 2000. Schmökels Klinik gestattet dem Inhaftierten einen Besuch bei seiner Mutter in Strausberg bei Berlin. Doch plötzlich sticht Schmökel mit einem Kuchenmesser auf sie ein. Ein spontaner Wutausbruch sei das gewesen, wird er behaupten. Manfred Schäfer, einer von 3 Pflegern, die Schmökel bei seinem Freigang aus der Klinik bewachen sollten. Wir konnten noch nicht einreden auf ihn, ne? Dann sagt er noch, Schäfer, lass mich laufen. Ja. Ich sage, der hat keinen Sinn. Er wollte mich umbringen. Sonst hätte er nicht 5 oder 6 Mal Herzgegend und die anderen Male in den Brustbein gestochen. Ja. Er war wie im Blutrausch. Das verhängnisvolle Ende einer therapeutischen Maßnahme. Frank Schmökel gelingt die Flucht. Wo der Hubschrauber so über dem Block war, hat er irgendwie so komisch gekickt und dann ist er so quer in die Waldtieren gerannt. Mit einem völlig voll blutbeschmierten Pullover liegt er durch die Gegend gerannt. Ich denke, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte ja eigentlich nur eine Flucht ohne Gewalt, vielleicht irgendwo zur Ruhe kommen. Überall in Strausberg Polizeikontrollen. Panik in der Stadt. Strausberg entwickelt sich so ein bisschen zur Hysterie, was man als Eltern auch verstehen muss. Angst vor allem um die Kinder. Die sind selber vernünftig und gehen eben im Dunkeln nicht raus. So lange, bis wir die Nachricht haben, der ist geschnappt. Bloß wir sind eben der Meinung, man sollte die Psychologen, die den Mann freigelassen haben, gleich mit in die Zwangsjahre stecken. Ne? Zum 6. Mal innerhalb von 6 Jahren gelingt Frank Schmökel die Flucht. Herr Schmökel war für mich auch wie der Wolf im Schafpelz. Er konnte sich gut verstellen und er konnte auch, wie gesagt, sehr angepasst reden. Und daraufhin hatten wir auch das große Vertrauensverhältnis entwickelt und haben ihn auch
so eingeschätzt, als wenn er therapierbar wäre. Die Schwierigkeit bei der Beurteilung von Schmökel hinsichtlich seiner Gefährlichkeit, hinsichtlich seiner Fluchtgefahr zum Beispiel, liegt darin, dass er sich über gar nicht so kurze Zeit, über längere Zeit gegenüber anderen Personen sehr freundlich, sehr geschickt, sehr umgänglich verhalten kann und dass es dadurch erschwert ist, seine wahren Ziele, nämlich auszubrechen, wieder Gewalttaten zu begehen, dass es dadurch möglich ist, diese wahren Ziele zu verbergen. Wie wurde Frank Schmökel, was er ist? Eine Spurensuche. Hier in Mecklenburg-Vorpommern hat er als Jugendlicher gelebt. Ein Rowdy, so heißen Jungen wie er im DDR-Jargon. Kleine Diebstähle und Einbrüche hatten ihn in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche gebracht, einen sogenannten Jugendwerkhof. Mit 18 Jahren bekommt er eine Arbeit als Rinderzüchter in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, einer LPG, bei Demmin. Da war noch nicht lange da, hat immer sein Herz ausgeschüttet und hat dann geäußert, dass er seiner Mutter die Schuld gibt. Die Ehe ist wohl auseinandergegangen, seine Eltern. Der Vater war wieder bei Schwerin verheiratet. Das hat er mir erzählt. Und seine Mutter hat einen neuen Freund. Und er fühlte sich deswegen wohl überflüssig in der Familie. Frank Schmökel damals. Ein Scheidungskind wie tausende andere auch. So scheint es. Ich hatte so ein bisschen Mitleid zu dem Zeitpunkt sogar und habe da so gedacht, ich hatte ja auch einen Sohn, der etwa in dem Alter ist, und habe gesagt, das kann kommen, wenn sich die Eltern um den nicht kümmern. Ein Bild von Frank Schmökel mit seinem Bruder. Der sei immer bevorzugt worden, erzählt Schmökel. Für ihn habe es als Kind regelmäßig vor allem eines gegeben, Dresche. Die Tortur war immer die gleiche, nackig ausziehen, auf das große Ehebett legen, auf dem Bauch, Hände und Arme auseinander und dann, ja, bei dem Ausfall mit dem Teppichklopfer und dann eben nicht so hintereinander weg, sondern eben schlachten, ja, bei erst wieder, gib mir zu, du warst das und ich dann, nein, hör auf, Mutti, ich war das nicht und dann, buff, wieder und naja, du, das zog sich so eine halbe, dreiviertel Stunde hin. Es gab körperliche Gewalt, also eindeutig Prügel und nicht zu knapp. Und es gab eine Art, ja, seelische Grausamkeit, wie das amerikanische Recht das nennt. Also eine emotionale Gewalt. Und etwas, was doch immerhin so in den Randbereich des Sexuellen geht, also erzwungene Nähe. Wie kann man dann bis zum 14. Lebensjahr im Ehebett seiner Mutter schlafen? Das ist doch abartig, was soll denn der Scheiß? Sondern am Mittagsschlaf musste ich mich mit zu ihr auf die Couch legen und die hat meine Hände und Arme so in ihre Arme so verschlungen. Die sind völlig eingenommen. Das hat mir tierische Angst gemacht. Da krieg ich heute noch einen Krampf, wenn das einer will. Wenn eine Frau zu dicht mir auf die Pelle rückt, dann muss ich mich befreien. Krieg totalen Kollaps, ja. Alle Versuche seinerseits, für sich Erfahrungen zu sammeln, sind auch unterbunden worden. Er ist ziemlich konsequent und auch ziemlich erfolgreich von allen gleichaltrigen Mädchen ferngehalten worden. Und wenn ich sowas richtig lesen kann, steckt er bis zum Ohren voller Angst vor Frauen. Frank Schmökel lebt seine Sexualität anders aus. Eines Tages macht Kurt Schneider, Schmökels Chef in der LPG, eine verstörende Entdeckung. Im Laufe der Jahre, als er bei uns war, kriegte er zu erfahren, dass er eine bestimmte Tendenz hatte, sich an Jungvieh zu vergreifen. Wir haben dem Rechnung getragen, haben mit ihm noch Rücksprache genommen und ihn im Kuhstall eingesetzt. Es war da zwar auch eine Jungvieh-Abteilung, aber wir konnten ihn so einsetzen, dass er da nicht arbeiten brauchte. Später richtet sich Frank Schmökel in der Nähe einen eigenen Stall ein. Ich habe einen
den Garten vor der Tür gehabt und so. Ja, und dann abends im Dunkel geworden ist, weil ich ja nicht wollte, dass mich irgendjemand sieht. Dann bin ich mir nach der Nebel in meinen Stall, hab den von innen zugesperrt, dann hab mich nackig ausgezogen, hab die Ziege am Halsband so festgebunden, damit die sich hin und her rennen kann. Und dann hab ich mir einfach vorgestellt, dass ich mit Annette, mit Sibylle, mit Simone oder mit sonst wem Sex mache. Ich hab das zum einen gehasst, aber zum anderen auch irgendwie geliebt, weil das meine Möglichkeit war. Schön ist es nicht, weil Tiere natürlich kacken, pissen und ich sah oft aus, wenn ich aus dem Stall kam, wie eine Sau, hat mich stunken wie ein Schwein und das ist in dem Moment, wo man dann wiederkommt, war das sehr oft, dass ich da ziemlich oft an Selbstmord gedacht habe. Immer wieder fehlt Frank Schmöckel bei der Arbeit. Sein Chef besucht ihn zu Hause, um nach dem Rechten zu sehen. Wenn ich dann hinkam, die Tür war komischerweise auf, als wenn man einer erwartet hat. Dann lag er im Bett und war gar nicht fähig, mir eine Antwort zu geben. Ich sah, dass er Hilfe brauchte, haben auch gefragt, ob er einen Arzt braucht. Dann hat er bloß den Kopf geschüttelt. Aber ich sah in seinem Blick, dass er Schwierigkeiten hatte, psychisch. ...1983 versucht Frank Schmöckel sich das Leben zu nehmen, kommt in psychologische Behandlung. Doch die Ärzte in Greifswald und Berlin können ihm offenbar nicht helfen. Die Diagnose: Kontaktschwierigkeiten. Er bricht die Therapie ab, trinkt exzessiv. Verzweifelt wendet er sich an die evangelische Kirche in Demmin. Vertraut sich dem Pfarrer an. Es war für mich das Empfinden da, hier zieht ein Mensch ein Stück die Jalousie weg, die er sonst vor sich herträgt, und er zieht sie nachher wieder zu. Und er litt an sich selbst, hatte ich den Eindruck. Und er wusste auch, dass der Weg, auf dem er ging, ein gefährlicher ist. Es hat mich nicht schockiert. Vorher wissen, dass eine Menge zwischen Himmel und Erde passiert, was möglich ist und im Grunde unmöglich ist. Aber es hat mich zutiefst beunruhigt, erschreckt. Pfarrer Brinkt besorgt Frank Schmöckel eine Arbeit bei der Kirche. Auf dem Friedhof von Demmin. Es wird eine gute Zeit für ihn. Er war dankbar für jedes Dankeschön. Wenn er etwas gemacht hatte und ich sagen konnte, Frank, das hast du aber gut gemacht, ich danke dir, dann hat er gestrahlt übers ganze Gesicht. Er hat mir auch aus seiner schweren Zeit in seiner Jugend erzählt. Mami wird Helga Goos von Schmöckel genannt. Er war ein betrogener Mensch, weil kein Mensch auf der ganzen Welt bisher ihm etwas zutraute. Und er sich selbst auch nichts zutraute. Frank Schmöckel kommt aus einem sozialistischen Elternhaus. Gegen den Willen des Vaters lässt er sich taufen, hofft auf Läuterung. Doch der Trieb führt ihn immer wieder zurück zu den Tieren. Und unbeholfen nähert er sich kleinen Mädchen, provoziert, zeigt sich nackt. Er hat geweint. Er hat geweint, er hat erzählt, es tut mir so leid. Aber ich habe das dann auch nicht dramatisiert. Damals sind ja noch nicht so schlimme Dinge passiert. Und ich habe auch nicht geahnt, dass das mal für ihn relevant werden könnte, dass er Menschen töten könnte. ...1987 finden Schmöckels Tage im Dienst der Kirche ein abruptes Ende. Mehrfach verstößt er gegen Anweisungen, fährt mit dem Transporter der Friedhofsverwaltung in die Stadt, ohne Erlaubnis.
Ihm wird gekündigt. Vielleicht war es ja so, dass es so eine Art Wettstreit gab in seinem Leben. Entwickle ich mich in dieser, entwickle ich mich in jener Richtung? Und also in einer positiven, in einer konstruktiven, in einer sozial akzeptierten bekomme ich die Anerkennung von anderen für gute Leistungen. Und dass dieser Wettstreit immer mehr zu Lasten dieser guten Taten, will ich es mal in Anführungszeichen nennen, ausgegangen ist, dass er gemerkt hat, auf diese Weise schaffe ich es nicht. Und er gewissermaßen in einer Art, in der Psychologie würde man das Reaktionsbildung nennen, umgekippt ist. Und jetzt versuche ich das Gegenteil davon. Ein Jahr später versucht Schmökel zum ersten Mal, ein Mädchen zu vergewaltigen. Er wird gefasst, verurteilt und vergreift sich nach der Haftentlassung erneut an einer Achtjährigen. 1992 dann wird er wegen insgesamt 4 Missbrauchsfällen zwangsweise in eine Klinik eingewiesen. Quitzerow, ein kleiner Ort im Kreis Demmin. 1994 gelingt Schmökel bei einem Freigang die Flucht. Er stiehlt das Auto seiner Krankenpflegerin und fährt damit hierher in seine alte Heimat. Hält Ausschau nach kleinen Mädchen. Bin dann so hin und her auf einer Suche nach einem Opfer, vielleicht so, ja, 3-4 Stunden, immer so im Umkreis von 50 Kilometern, immer hin und her. Und da hatte ich dann die Christine gesehen, wie die von der Schule nach Hause gefahren ist. Habe ich zu denen abgepasst und hat sie in mein Auto gezogen. Mit ihren Wald gefahren. Schmökel fesselt das Mädchen und versucht es zu vergewaltigen. Ja, und dann hat sie geheult und hat gesagt, oh, ich möchte nach Hause. Meine Mutter wird sich schon Sorgen machen und mein Papa. Und die haben mich so lieb und da habe ich die von dem Moment auf den anderen abgrundtief gehasst. Die hatte ein schönes Zuhause, ich hatte Kind, die hatte alles Dritte, was ich nie hatte. Dann habe ich sie versucht zu erwürgen, irgendwie so den Mund, die Nase, irgendwie alle zuzuhalten. Bin ich da ruft wie so ein Tier, ja, und so. Puh, weiß nicht, irgendwann lag die so leblos da, die Augen waren zu. Und ich dachte, die ist tot. Das 11-jährige Kind überlebt. Doch Frank Schmökel hat eine Grenze überschritten. Das Quälen wird nun für ihn zur Lust, sagen die Gutachter. Tatsache ist, dass es bei Herrn Schmökel zu einem Fortschreiten der sexuellen Fehlentwicklung gekommen ist. Während es noch Anfang der 90er Jahre bei sexuellen Missbrauchshandlungen blieb, wo zwar auch Aggressivität eingeflossen ist, aber eher in Form instrumenteller Aggressivität, ist es dann eindeutig zum Einfließen sadistischer Elemente gekommen. Es ist bei Gewalttätern, die von solchen Persönlichkeitsstörungen und vor allem solchen sadistischen Persönlichkeitsstörungen, Grandiositätsfantasien getragen sind, das Übliche, dass die nicht schon in jungen Jahren das in ganzem Umfang ausleben, sondern es entwickelt sich im Laufe eines längeren Lebens. Das heißt, je älter sie werden, wenn es nicht vorher eine Chance gegeben hat, ihre Entwicklung zu beeinflussen, umzudrehen gewissermaßen, dann entwickelt sich das immer weiter. Nach der Tat in Quitzerow wieder eine Verurteilung, diesmal zu 14 Jahren, wegen Vergewaltigung und Tötungsversuch. Und wieder psychiatrische Klinik. Doch offenbar wird Frank Schmökel wieder einmal mehr verwahrt als therapiert. Es gab keinen vernünftigen Behandlungsplan, es gab keine nachvollziehbare diagnostische Einschätzung. Es gab keine spezielle medikamentöse Behandlung, es gab keine spezielle psychotherapeutische Behandlung. Es ist vielmehr Herrn Schmökel gelungen, die Therapeuten zu täuschen. Schmökel behauptet, er sei stets offen gewesen zu seinen Ärzten. Ich habe immer wieder gesagt, das ist schlimmer mit mir geworden. Leute, mein Denken und Fühlen wird schlimmer. Ich weiß nicht, wollte der das nie hören? Die Wahrheit oder eine Finte?
Ein Teil seiner Persönlichkeit ist eine extreme Manipulationsneigung. Das heißt, der Versuch, Menschen wie Marionetten zu bedienen, sie springen zu lassen, sie einzusetzen, wer immer das ist, Vollzugspersonal, Ärzte, auch Journalisten, auch die Justiz natürlich, mit denen versucht er zu spielen. Das heißt, alles, was er zu denen sagt, ist sehr stark interessengeleitet, darf man annehmen. Und man muss mit äußerster Vorsicht darauf achten, ob er nicht hier einen neuen Versuch macht, einen einzuhüllen in eine Kokon, wo er wieder jemanden gefunden hat, mit dem er seine Spielchen. Das muss ja nicht immer Gewalt sein, sondern hier habe ich wieder jemanden gewonnen. Ich bin sozusagen derjenige, der ihn manipuliert. Äußerste Vorsicht mit dem, was er sagt und mit dem, was er meint. Das sind unter Umständen zwei ganz verschiedene Dinge. Immer wieder entwischt Schmökel aus dem Maßregelvollzug. Die Fluchten werden ihm nicht besonders schwer gemacht. Selbst an einer Eisensäge zu kommen, für Frank Schmökel offenbar kein Problem. Eine Möglichkeit, die Rind zu schmuggeln, ja, bedingt immer, weil eben sehr oberflächlich kontrolliert wurde. Ne? Dieser Gitterstab, der war nur wieder reingeschweißt. Der war also wirklich keine 5 Minuten, die man da arbeiten musste, um einen riesen Gitterstab rauszukriegen. Ja. Trotz so viel krimineller Energie, Schmökels behandelnde Ärzte halten ihn auch im Herbst 2000 noch für therapiefähig und gestatten den Hausbesuch bei der Mutter, den Besuch, der blutig endet. Befremden bei den Kriminalpsychologen, die den Fahndern nun helfen sollen, Schmökel wieder einzufangen. Ich habe mir manchmal als neu hinzugekommener auch Gedanken gemacht, wann war Schmökel überhaupt im Maßregelvollzug drin und nicht nur, wie oft war er draußen. Also für mich waren diese ganzen Dinge, die da in der Vergangenheit passiert sind, schon ein bisschen erschreckend. Die Sicherheit in den Kliniken Brandenburgs ist in den 90er Jahren offenkundig mangelhaft. Immer wieder fliehen Patienten, nicht nur Frank Schmökel. Bei seiner Flucht im Herbst 2000 hinterlässt Schmökel Briefe und Tagebücher in seiner Zelle. Eine Fundgrube für den Kriminalpsychologen Adolf Gallwitz. Ich hatte das Bild eines Menschen, der seine Flucht geplant hatte, der seine Mutter nicht zufällig verletzt hatte, sondern die Mutter verletzt hat, weil er sie eigentlich sehr hasst. Und wahrscheinlich hätte er sie auch ganz gerne umgebracht, könnte ich mir vorstellen. Und ich denke, wenn man die Taten ein bisschen näher angeguckt hätte, ohne zu gucken, hat die jetzt ein gesunder, weniger gesunder oder wie auch immer kranker gemacht, dann hätte man vielleicht schon sich ein bisschen mehr Sorgen machen müssen, dass wir diesen Menschen nicht zu früh in irgendwelche Vergünstigungen und Freigänge reinbringen dürfen. Dafür ist es nun im Oktober 2000 zu spät. Wer ist Frank Schmökel, fragen sich die Fahnder. Und was sie herausfinden, ist beunruhigend. Bei der Analyse der Taten war eigentlich schon auffällig, dass die Menschen, die dazu Opfer geworden sind, für Schmökel eigentlich mehr Gegenstände waren, dass er sehr impulsiv war, dass er extrem fantasiegesteuert war. Und deswegen die Tatreihenfolge mehr in die Richtung ging, das alles zu perfektionieren aus seiner Sicht. Also ich habe ihn da eigentlich immer schon als hochgefährlich eingestuft. 1. November 2000. Seit einer Woche ist Frank Schmökel auf der Flucht. Und wieder schreibt er Tagebuch. Ich werde bald zum Mörder, schreibt er. Die Welt ist aufgeteilt in Gut und Böse und ich will böse sein. Die Fahnder haben keine heiße Spur. Durchkämmen ehemalige Militärgelände, Industriebrachen und Laubenkolonien rund um Strausberg. Frank Schmökel kennt die Gegend wie seine Westentasche. Er bricht einen Bungalow auf und versteckt sich dort, nur wenige Meter von den Polizisten entfernt. Die haben nicht die Fenster nach innen gedrückt oder so, die haben nur die Türen kontrolliert, wo irgendwas sichtbar war, war nicht zu sehen, sind sie wieder abgehauen. Als ich in dem Bungalow gelebt habe, habe ich einen Spaten am Mann gehabt. Ich habe wirklich jeden Moment damit gerechnet, dass die Tür aufgeht und da irgendjemand reinkommt oder irgendwelche mich rauszerren. Frank Schmökel versteckt Messer, die er in der Küche findet, auf dem Grundstück. Und er beobachtet die Nachbarn.
das, was ich da gesehen habe, habe ich gedacht, da sind Kinder und habe mir dann so gleich gedacht, Mensch, die Göre, wenn die Alten vielleicht einkaufen sind, die Göre dann nochmal schnappen mit dem Auto oder irgendwie weg und dann die Alte bumsen und dann leck mir doch mal den Arsch. So habe ich gedacht und gefühlt. Wenn du jetzt schon frei bist, dann baust du mal richtig Scheiße. So denkt man denn, wa? Da habe ich mich natürlich auch sehr viel befriedigt und habe da so meine, sag mal jetzt so meine Fantasien so gebaut. Frischlinge seien da überall, schreibt Schmökel in sein Tagebuch. Und am Ende ganz konkret, um an ein Auto zu kommen, würde ich auch töten. So wird es kommen. Am Nachmittag des 2. November taucht der Besitzer des Bungalows auf. Der Bungalow war zu. Im Bungalow waren einige Sachen total anders. Es war sehr ordentlich. Es war nichts zerstört, war keine Randale. Merkwürdig war, dass Glühlampen herausgeschraubt waren aus den Lampen. Aus dem Kühlschrank die Glühlampe herausgeschraubt war. Und wir merkten, dass der Bungalow sehr warm geheizt war. Da haben wir uns entschlossen, wir machen nicht weiter. Wir fahren sofort zur Polizei. Das wird zu gefährlich. Frank Schmökel hat den Bungalow kurz zuvor verlassen und ist auf das Nachbargrundstück geschlichen. Es gehört dem gehbehinderten Rentner Johannes Berger. Für ihn wird das Zusammentreffen mit Frank Schmökel tödlich enden. Nichts ahnend kommt Volker Witschers mit einigen Beamten der Polizeiwache Strausberg zu seinem Bungalow zurück. Die Polizisten sind erstmal skeptisch. Nach anfänglichen Zweifeln, weil ja alles in Ordnung war, überzeugte dann ein schmutziger Teller unter dem Bett die Beamten, dass hier doch der Verdacht besteht, Herr Schmökel könnte hier gewohnt haben. Meine Frau und ich, wir versuchten dann noch, die anderen beiden Gärten zu besichtigen. Das wurde uns verboten mit dem Hinweis, es müssen die Spuren, die da sind, gesichert werden. Der Garten wird zur polizeilichen Sperrzone erklärt. Ich hörte noch, wie die Polizeibeamten dann per Funk den Zustand meldeten. Ja, und dann war dann erstmal dieses Ereignis abgeschlossen für uns. Volker Witschers und die Beamten verlassen das Gelände. Inzwischen hatte Frank Schmökel längst zugeschlagen. Nachbar Berger liegt nur wenige Meter entfernt, hilflos in seinem Blut. Und hab den dann mit dem Spaten traktiert. 5-6 Schläge oder so. Dass es so unendlich leicht ist, einen Menschen zu töten. So unendlich leicht, da hört nicht viel zu. Wenn Frank Schmökel sagt, er hat sich gewundert, wie leicht man einen Menschen töten kann, dann meint er vermutlich nicht nur das Technische, also die Tathandlung als solche, sondern auch das, was ihn selber betrifft. Es war so leicht, für mich selber damit umzugehen. Johannes Berger erliegt seinen schweren Kopfverletzungen. Er hinterlässt zwei Kinder und eine Frau. Die seelische Wunde heilt nie. Die bleibt. Der Kerl hat den Mann umgebracht. Der Mann ist weg, kommt nicht wieder. Das muss ich mir bei irgendwelchen Träumen oder auch wenn ich am Grab bin oder hier bin, muss ich mir auch öfter mal sagen, finde ich damit ab. Er ist weg. Der Mord an Herrn Berger war vollkommen sinnlos und unnötig. Und es war für mich einfach ein weiterer Beweis dafür, dass Menschenleben für Schmökel noch nie gezählt haben und auch zu diesem Zeitpunkt nicht zählen. Dass er nicht in der Lage ist, so etwas nachzuvollziehen, was man mit Empathie, mit Einfühlungsvermögen umschreibt. Wegen seiner Kurzsichtigkeit habe er den Rentner mit einem Kind verwechselt, das er vergewaltigen wollte, behauptet Schmökel später. Das Gericht wird das nicht für glaubwürdig halten. Doch nun hat er ein Auto. Das Auto von Johannes Berger. Wie in seinem Tagebuch angekündigt. Das
hört sich ja vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich war irgendwie zufrieden. Zufrieden? Irgendwie, als wenn ich irgendwas beendet hätte oder so. War alles so gekommen, wie ich sag ja nicht, wie ich es geplant habe. Das ist alles so gekommen, wie es nicht kommen musste oder so. Jemanden zu töten ist die extremste Form der Manipulation eines anderen Menschen, nämlich Herr zu sein über Leben und Tod. Nicht nur Herr zu sein über seine Handlungen, über seine Empfindungen, über seine Ängste, sondern über sein eigenes Lebensschicksal bestimmen zu dürfen. Und das verschafft einem Menschen wie Frank Schmökel Zufriedenheit. Schmökel fährt nach Süden, nach Nieski in Sachsen. Mit der Telefonkarte seines Opfers ruft er seinen ehemaligen Therapeuten Michael Brandt an, berichtet, was geschehen ist. Ich war nicht völlig überrascht. Und der Schreck darüber, dass es so ungefähr der schlimmstmögliche Ausgang war. Und gleich der Gedanke, jetzt hat er den Rest seines Lebens endgültig verbaut. Der Therapeut informiert die Polizei. Seinen Aufenthaltsort hat Schmökel nicht verraten, aber wo Johannes Berger zu finden ist. Stunden nachdem sie zum ersten Mal dort waren, fahren die Beamten wieder in die Laubenkolonie im Postbruch. Finden nun Johannes Berger. Tot. Sein Freund Volker Witschers muss ihn identifizieren. Ich habe Hannes erkannt in der Kleidung. Ich konnte ihn nicht von vorn sehen und das blieb mir auch erspart, nachdem der eine Beamte gesagt hat, werden Sie bitte stehen. Also es hat sich dann selber gesichert und mich gesichert mit der Pistole. Ist dann hingegangen zum Hannes und hat mich gewarnt, kommen Sie bitte nicht näher. Den Blick ersparen Sie bitte. Hilfe für Johannes Berger ist nicht mehr möglich. 10:30 klingelt es. Da habe ich aufgemacht und als die dann vor mir standen an der Wohnungstür, wusste ich sofort, die kommen mit einer schlimmen Nachricht. Die Polizei hat das Nachsehen. Schmökel hat jetzt mehrere Stunden Vorsprung. Genug Zeit, um auch über die Grenze nach Tschechien oder Polen zu kommen. In der Einsatzzentrale und bei den beratenden Kriminalpsychologen brennt die Luft. Dadurch, dass wir mehrere Kollegen waren, konnten wir wirklich fast 24 Stunden am Tag hier eingehende Informationen bewerten. Und ich glaube, ich habe mein ganzes Leben noch nicht so wenig geschlafen. Es waren vielleicht maximal eine Stunde am Tag. Hunderte von Hinweisen aus der Bevölkerung gehen ein. Wenn es jetzt um solche Emotionen geht, dass ein derartig gefährlicher Mensch unterwegs ist, dann neigen immer wieder Menschen dazu zu sagen, ich habe den gesehen. Und deswegen haben wir dann natürlich bei Schmökel eine ganze Reihe von Hinweisen gehabt, dass er quer durch Europa gesehen wurde. Und das musste natürlich dann auch immer wieder beurteilt werden, ist da was dran. Nach dem Mord an Johannes Berger ist der Fall Schmökel endgültig zum Skandal geworden. Am 3. November 2000 zeigt der Bund deutscher Kriminalbeamter die Ärzte, die Schmökels Freigang befürwortet hatten, an. Unter anderem wegen Gefangenenbefreiung. Wir konnten uns nicht damit anfreunden, dass sozusagen eine kollektive Verantwortungslosigkeit Platz gegriffen hat. Von daher haben wir Strafanzeige erstattet, um prüfen zu lassen, ob denn andere, zwar nicht für die Taten des Schmökel unmittelbar, aber für die Umstände, dass er entweichen konnte, dass er diese Verbrechen begehen konnte, zur Verantwortung gezogen werden können. Brandenburgs Landesregierung zieht am gleichen Tag erste Konsequenzen. Herwig Schirmer, der für den Maßregelvollzug zuständige Staatssekretär, tritt zurück. Ein Bauernopfer. Als Zwischenergebnis müssen wir mit großem Bedauern feststellen, dass wir den zeitigen Wettlauf nicht gewonnen haben. In ganz Deutschland und auch in Polen und Tschechien wird jetzt nach dem Wagen von Johannes Berger gefahndet. Ein koreanischer Hyundai. Über die Farbe herrscht bei den Fahndern offenbar Unklarheit. So, was hatten wir? Vielleicht doch ein. Autofarbe? Sollte einer der Bürger einen vergleichbaren Wagen haben mit diesem Farbschlag, mit diesem Typ,
bitte ich, uns zu informieren, sodass wir vielleicht davon auch ein Foto machen können, um dann in die Fahndung mitzugehen. Ich habe mir auch eine Beschreibung des Autos gegeben. Die Farbe türkis, aber blau. Türkis ist die offizielle Farbe, blau. Tagelang wurde nach einem grünen Auto gefahren, bis zum Schluss. Zwei Tage später gibt ein Spaziergänger den richtigen Tipp. In einem Waldstück bei Bautzen entdeckt die Polizei einen blauen Hyundai. Schmökels Fluchtfahrzeug. Es ist gut getarnt. Man könnte daraus schlussfolgern, dass er das Auto weiter benutzen will. Also nicht einfach bloß stehen gelassen, sondern so versteckt, dass es möglichst nicht aufgefunden werden soll. Was natürlich wiederum zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen führt. Also Observation des Fahrzeuges, weiträumige Absperrung des Bereiches, wo das Fahrzeug gefunden wurde. Und dann, was hat jetzt Priorität? Versuchen wir ihn beim Benutzen des Fahrzeuges festzunehmen oder versuchen wir durch einen massiven Kräfteeinsatz, durch Absuchmaßnahmen und so weiter, ihn in dem Bereich, wo das Fahrzeug abgestellt wurde, festzunehmen? Frank Schmökel beobachtet die Polizisten. Wollte dann eigentlich zurück und dann haben wir an dem Auto da, vor dem Auto, mehrere Männer gestanden. Gott sei Dank, jetzt haben sie mich entdeckt und dann habe ich schon von Weitem gesehen, Sirene und so, dann mehrere Autos, die da sind, in diese Richtung fuhren und dann bin ich einfach nur noch gelaufen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Systematisch durchkämmen die Polizisten das Waldstück und finden ein provisorisches Zelt. Darin ein Luftgewehr, Werkzeug, mehrere Messer. Alles aus Laubeneinbrüchen. Offenkundig Frank Schmökels Basislager. Ja, man hat sich versucht, dort irgendwo einzunisten, aus welchen Gründen auch immer. Ob jetzt die Verhandlungsmaßnahmen ihn dazu gezwungen haben oder wie auch immer. Das war für uns der entscheidende Punkt. Er befindet sich noch im Verhandlungsraum Bautzen, größere Umgebung. Und es bedarf jetzt wirklich bloß einer massiven Anstrengung, um ihn dort auch aufzugreifen. Über 1000 Polizisten aus ganz Deutschland bilden jetzt einen Ring um das Waldgebiet bei Bautzen. Die Schlinge wird enger. Es ist immer so eine Gratwanderung. So viel Fahndungsdruck, dass er nicht zur Ruhe kommt, aber nicht so viel Fahndungsdruck, dass er zu unüberlegten, mehr Rückenmark, denn kopfgesteuerten Handlungen geführt wird. Zum Beispiel auf einen Menschen zu treffen im falschen Zeitpunkt, der dann vielleicht zum Opfer wird, obwohl er gar nicht zum Opfer werden sollte. Fast ausgestorben wirken die Dörfer im Fahndungsgebiet. Es gab viele Beispiele, dass dort also Leute seit Tagen nicht mehr auf die Straße gegangen sind, Probleme mit der Versorgung bekommen haben, also sich von irgendjemandem Milch und sonstige Lebensmittel haben mitbringen lassen. Kein Kind geht mehr unbegleitet nach Hause. Ja, man hat Angst und man ist eigentlich sprachlos, wie sowas passieren kann, ne? Wenn er schon ein paar Mal ausgebüxt ist, dass da wie eine Augenmark drauf gelegt wird. Also muss ich alles sagen, wir haben Angst. Siebter November. Der Tag der Entscheidung. Und wieder ist es ein aufmerksamer Laubenbesitzer, der die Polizei auf die richtige Spur bringt. Die Kollegen haben sich dieser Laube taktisch richtig angenähert, haben dann festgestellt, dort ist was, dort ist Tatsache was, dort ist was aufgebrochen worden und haben den Schmögel dann angesprochen. Er war schon irgendwo in die Enge getrieben und wie gesagt, nach der Schusswaffenanwendung war er bewegungsunfähig und insofern war die Sache dann zu Ende. Bei der Festnahme wird Frank Schmökel angeschossen. Die Polizisten hätten versucht, ihn regelrecht zu exekutieren, behauptet Schmökel. Die Beamten geben an, er habe sich der Festnahme widersetzt. Aussage gegen Aussage. Schmökel kommt nach Bautzen ins Krankenhaus. Die Gefahr ist gebannt.
ist eine Erlösung und eine Erleichterung. Und man sagt, na gut, endlich ist der Kerl gefasst. 2 Wochen pausenlose Anspannung für die Polizisten. Erschöpfung macht sich breit. Als es vorbei war, war ich unheimlich müde und als ich dann später mal gefragt wurde, ja und, bist du dann hingegangen, hast du mit ihm geredet, sowas, das war für mich derartig absurd, war für mich eigentlich nur wichtig, dass ich schlafe, jetzt mal ein paar Tage am Stück. Zwei Jahre später, Landgericht Neuruppin. Der Prozess. Das Gericht verurteilt Frank Schmökel zu lebenslänglicher Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Wegen Raubmordes und versuchten Totschlags. Richter und Gutachter erklären ihn für schuldfähig. Das heißt, er wusste demnach, was er tat, als er seine Mutter und den Pfleger Manfred Schäfer mit dem Messer attackierte. Und als er Helga Berger zur Witwe machte. Frank Schmökel fühlt sich auch damals falsch eingeschätzt. Nur weil ihm vieles verzerrt wird und anders hingestellt wird, als es in Wirklichkeit gewesen ist. Ja. Die Landesklinik Brandenburg heute. Der neue Trakt, einer der modernsten Europas. Frank Schmökel hat ihn seit Jahren nicht verlassen. Manchmal sehnt man sich auch als erwachsener 42-jähriger Sohn nach seiner Mutter, die er einfach in den Arm nimmt oder so. Glasharte Killer, auch die sehen sich danach. Ich sehne mich hoch danach und ich sehe mich wirklich danach. Ich weiß genau, wenn mein Vater kommen würde zu besuchen, würde mich in den Arm nehmen. Ich würde losheulen wie ein Schloss und ich glaube, meine Mutter würde mir das heute auch so gehen. Wer ist Frank Schmökel? Jeden Tag ein anderer. Wer sich ihm nähert, blickt in ein Spiegelkabinett. Er möchte eigentlich, so hat er sich mir gegenüber wörtlich geäußert, ein normaler junger Mann sein und seine Befriedigung mit erwachsenen Frauen finden. Auf der anderen Seite hat er durchaus auch sehr emotional bewegt geschildert, wie stark ihn bestimmte sadistische Handlungen erregen, wie stark er dann auch ein Lustgefühl entwickelt, wenn er sadistische Szenarien fantasiert. Und da gibt es dann schon den Überstieg in das, dass er eben so auch sein möchte, weil er darin eben seine Erfüllung sieht. Für Schmöckels dissoziale Persönlichkeitsstörung, wie sie in der Fachsprache heißt, gibt es nach Meinung der meisten Fachleute derzeit keine wirksame Behandlung. Und selbst wenn, Frank Schmökel wird Kliniken oder Haftanstalten nie wieder von außen sehen. Vorausgesetzt, man lässt ihn nicht wieder. Die Ehe ist wohl auseinandergegangen, seine Eltern. Der Vater war wieder bei Schwerin verheiratet. Das hat er mir erzählt. Und seine Mutter hat einen neuen Freund. Und er fühlte sich deswegen wohl überflüssig in der Familie. Frank Schmökel damals. Ein Scheidungskind wie tausende andere auch. So scheint es. Ich hatte so ein bisschen Mitleid zu dem Zeitpunkt sogar und habe da so gedacht, ich hatte ja auch einen Sohn, der etwa in dem Alter ist und habe gesagt, das kann kommen, wenn sich die Eltern um den nicht kümmern. Ein Bild von Frank Schmökel mit seinem Bruder. Der sei immer bevorzugt worden, erzählt Schmökel. Für ihn habe es als Kind regelmäßig vor allem eines gegeben, Dresche. Die Tortur war immer die gleiche, nackig ausziehen, auf das große Ehebett legen, auf dem Bauch, Hände und Arme auseinander und dann ja, mit dem Arschfall mit dem Teppichklopfer und dann eben nicht so hintereinander weg, sondern ihn schlachten, ja, wird erst wieder, gib mir zu, du warst das, und ich dann, nein, hör auf, Mutti, ich war das nicht, und dann, buff, wieder, und naja, du, das zog sie so eine halbe, dreiviertel Stunde hin. Es gab körperliche Gewalt, also eindeutig Prügel, und nicht zu knapp, und es gab eine Art, ja, seelische Grausamkeit. Das amerikanische Recht das nennt. So eine emotionale Gewalt. Und etwas, was doch immerhin so in den Randbereich des Sexuellen geht, also erzwungene Nähe.
Wie kann man denn bis zum 14. Lebensjahr im Ehebett seiner Mutter schlafen? Das ist doch abartig, was soll denn der Scheiß? Sondern am Mittagsschlaf musste ich mich mit zu ihr auf die Couch legen und die hat meine Hände und Arme so in ihre Arme so verschlungen. Die sind völlig eingenommen. Das hat mir tierische Angst gemacht. Da kriegt keiner einen Krampf, wenn das einer will. Wenn eine Frau zu dicht mir auf die Pelle rückt, dann muss ich mich befreien. Krieg totalen Kollaps, ja. Alle Versuche seinerseits für sich Erfahrungen zu sammeln, sind auch unterbunden worden. Er ist ziemlich konsequent und auch ziemlich erfolgreich von allen gleichaltrigen Mädchen ferngehalten worden. Und wenn ich sowas richtig lesen kann, steckt er bis zum Ohren voller Angst vor Frauen. Frank Schmökel lebt seine Sexualität anders aus. Eines Tages macht Kurt Schneider, Schmökels Chef in der LPG, eine verstörende Entdeckung. Ist Frank Schmökel, 42 Jahre alt, heute ein, im sogenannten Maßregelvollzug, so etwas wie Therapie und Haft zugleich. Ein Interview mit der Kamera wird uns nicht genehmigt, aus Gründen der Sicherheit, heißt es. Am Telefon erzählt er von seiner großen Flucht. Ich hatte mittlerweile 7 Psychologen und jeder versucht mich in jede andere Richtung zu therapieren. Und ich bin einfach nicht weitergekommen. Im Gegenteil, es ist immer schlimmer geworden. Es ging nicht mehr weiter. Und ich habe gesagt, du musst hier raus, du musst weg, du musst so weit weg wie möglich. Weil ich dachte, das ist die einzige Chance, überhaupt sich noch verändern zu können. 25. Oktober 2000. Schmökels Klinik gestattet dem Inhaftierten einen Besuch bei seiner Mutter in Strausberg bei Berlin. Doch plötzlich sticht Schmökel mit einem Kuchenmesser auf sie ein. Ein spontaner Wutausbruch sei das gewesen, wird er behaupten. Manfred Schäfer, einer von 3 Pflegern, die Schmökel bei seinem Freigang aus der Klinik bewachen sollten. Ich konnte mich nicht einreden auf ihn, ne? Dann sagt er noch, Schäfer, lass mich laufen. Ja. Ich sage, das hat keinen Sinn. Er wollte mich umbringen. Sonst hätte er nicht 5 oder 6 Mal Herzgegend und die anderen Male in den Brustbein gestochen. Ja. Er war wie im Blutrausch. Das verhängnisvolle Ende einer therapeutischen Maßnahme. Frank Schmökel gelingt die Flucht. Wo der Hubschrauber so über dem Block war, hat er irgendwie so komisch gekickt und dann ist er so quer in den Wald hier hingerannt. Mit einem völlig voll blutbeschmierten Pullover liegt er durch die Gegend gerannt. Ich denke, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte ja eigentlich nur eine Flucht ohne Gewalt, vielleicht irgendwo zur Ruhe kommen. Überall in Strausberg Polizeikontrollen. Panik in der Stadt. Strausberg entwickelt sich so ein bisschen zur Hysterie, was man als Eltern auch verstehen muss. Angst vor allem um die Kinder. Die sind selber vernünftig und gehen eben im Dunkeln nicht raus. So lange, bis wir die Nachricht haben, der ist geschnappt. Bloß wir sind eben der Meinung, man sollte die Psychologen, die den Mann freigelassen haben, gleich mit in die Zwangsserie stecken. Ne? Zum 6. Mal innerhalb von 6 Jahren gelingt Frank Schmökel die Flucht. Herr Schmökel war für mich auch wie der Wolf im Schafpelz. Er konnte sich gut verstellen und er konnte auch, wie gesagt, sehr angepasst reden. Und daraufhin... Kontrollen. Panik in der Stadt. Strausberg entwickelt sich so ein bisschen zur Hysterie, was man als Eltern auch verstehen muss. Angst vor allem um die Kinder. Die sind selber vernünftig und gehen eben im Dunkeln nicht raus. So lange, bis wir die Nachricht haben, der ist geschnappt. Bloß wir sind eben der Meinung, man sollte die Psychologen, die den Mann freigelassen haben, gleich mit in die Zwangsserie stecken. Ne? Zum 6. Mal innerhalb von 6 Jahren gelingt Frank Schmökel die Flucht. Herr Schmökel war für mich auch wie der Wolf im Schafpelz. Er konnte sich gut verstellen und er konnte auch, wie gesagt, sehr angepasst reden. Und daraufhin hatten wir auch das große Vertrauensverhältnis entwickelt und haben ihn auch
so eingeschätzt, als wenn er therapierbar wäre. Die Schwierigkeit bei der Beurteilung von Schmökel hinsichtlich seiner Gefährlichkeit, hinsichtlich seiner Fluchtgefahr zum Beispiel, liegt darin, dass er sich über gar nicht so kurze Zeit, über längere Zeit gegenüber anderen Personen sehr freundlich, sehr geschickt, sehr umgänglich verhalten kann und dass es dadurch erschwert ist, seine wahren Ziele, nämlich auszubrechen, wieder Gewalttaten zu begehen, dass es dadurch möglich ist, diese wahren Ziele zu verbergen. Wie wurde Frank Schmökel, was er ist? Eine Spurensuche. Hier in Mecklenburg-Vorpommern hat er als Jugendlicher gelebt. Ein Rowdy, so heißen Jungen wie er im DDR-Jargon. Kleine Diebstähle und Einbrüche hatten ihn in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche gebracht, einen sogenannten Jugendwerkhof. Mit 18 Jahren bekommt er eine Arbeit als Rinderzüchter in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, einer LPG, bei Demmin. Da war noch nicht lange da, hat immer sein Herz ausgeschüttet und hat dann geäußert, dass er seiner Mutter die Schuld gibt. Die Ehe ist wohl auseinandergegangen, seine Eltern. Der Vater war wieder bei Schwerin verheiratet. Das hat er mir erzählt. Und seine Mutter hat einen neuen Freund. Und er fühlte sich deswegen wohl überflüssig in der Familie. Frank Schmökel damals. Ein Scheidungskind wie tausende andere auch. So scheint es. Ich hatte so ein bisschen Mitleid zu dem Zeitpunkt sogar und habe da so gedacht. Ich hatte ja auch einen Sohn, der etwa in dem Alter ist. Und habe gesagt, das kann kommen, wenn sich die Eltern um den nicht kümmern. Ein Bild von Frank Schmökel mit seinem Bruder. Der sei immer bevorzugt worden, erzählt Schmökel. Für ihn habe es als Kind regelmäßig vor allem eines gegeben: Dresche. Die Tortur war immer die gleiche, nackig ausziehen, auf das große Ehebett legen, auf den Bauch, Hände. Es waren vielleicht maximal eine Stunde am Tag. Hunderte von Hinweisen aus der Bevölkerung gehen ein. Wenn es jetzt um solche Emotionen geht, dass ein derartig gefährlicher Mensch unterwegs ist, dann neigen immer wieder Menschen dazu zu sagen, ich habe den gesehen. Und deswegen haben wir dann natürlich bei Schmökel eine ganze Reihe von Hinweisen gehabt, dass er quer durch Europa gesehen wurde. Und das musste natürlich dann auch immer wieder beurteilt werden, ist da was dran. Nach dem Mord an Johannes Berger ist der Fall Schmökel endgültig zum Skandal geworden. Am 3. November 2000 zeigt der Bund deutscher Kriminalbeamter die Ärzte, die Schmökels Freigang befürwortet hatten, an, unter anderem wegen Gefangenenbefreiung. Wir konnten uns nicht damit anfreunden, dass sozusagen eine kollektive Verantwortungslosigkeit Platz gegriffen hat. Von daher haben wir Strafanzeige erstattet, um prüfen zu lassen, ob denn andere, zwar nicht für die Taten des Schmökel unmittelbar, aber für die Umstände, dass er entweichen konnte, dass er diese Verbrechen begehen konnte, zur Verantwortung gezogen werden können. Brandenburgs Landesregierung zieht am gleichen Tag erste Konsequenzen. Herwig Schirmer, der für den Maßregelvollzug zuständige Staatssekretär, tritt zurück. Ein Bauernopfer. Als Zwischenergebnis müssen wir mit großem Bedauern feststellen, dass wir den zeitigen Wettlauf nicht gewonnen haben. In ganz Deutschland und auch in Polen und Tschechien wird jetzt nach dem Wagen von Johannes Berger gefahndet. Ein koreanischer Hyundai. Über die Farbe herrscht bei den Fahndern offenbar Unklarheit. So, was hatten wir? Vielleicht doch ein. Autofarbe? Sollte einer der Bürger einen vergleichbaren Wagen haben mit diesem Farbschlag, mit diesem Typ, bitte ich uns zu informieren, sodass wir vielleicht davon auch ein Foto machen können, um dann in die Fahndung mitzugehen. Ich habe mir auch eine Beschreibung des Autos gegeben. Die Farbe türkis, aber blau. Türkis ist die offizielle Farbe, blau. Tagelang wurde nach einem grünen Auto gefahren, bis zum Schluss. Zwei Tage später gibt ein Spaziergänger den richtigen Tipp. In einem Waldstück bei Bautzen entdeckt die Polizei einen blauen Hyundai. Schmökels Fluchtfahrzeug. Es ist gut getarnt. Man könnte daraus schlussfolgern, dass er das Auto weiter benutzen will. Also nicht einfach bloß stehen gelassen, sondern so versteckt, dass es möglichst nicht aufgefunden werden soll.
was natürlich wiederum zu einer ganzen Reihe von Maßnahmen führt. Also Observation des Fahrzeuges, weiträumige Absperrung des Bereiches, wo das Fahrzeug gefunden wurde. Und dann, was hat jetzt Priorität? Versuchen wir ihn beim Benutzen des Fahrzeuges festzunehmen oder versuchen wir... Straftäter. Hier sitzt Frank Schmökel, 42 Jahre alt, heute ein, im sogenannten Maßregelvollzug. So etwas wie Therapie und Haft zugleich. Ein Interview mit der Kamera wird uns nicht genehmigt, aus Gründen der Sicherheit, heißt es. Am Telefon erzählt er von seiner großen Flucht. Ich hatte mittlerweile 7 Psychologen und jeder versucht mich in jede andere Richtung zu therapieren. Und ich bin einfach nicht weitergekommen. Im Gegenteil, es ist immer schlimmer geworden. Es ging nicht mehr weiter. Und ich habe gesagt, du musst hier raus, du musst weg, du musst so weit weg wie möglich, weil ich dachte, das ist die einzige Chance, überhaupt sich noch verändern zu können. 25. Oktober 2000. Schmökels Klinik gestattet dem Inhaftierten einen Besuch bei seiner Mutter in Strausberg bei Berlin. Doch plötzlich sticht Schmökel mit einem Kuchenmesser auf sie ein. Ein spontaner Wutausbruch sei das gewesen, wird er behaupten. Manfred Schäfer, einer von 3 Pflegern, die Schmökel bei seinem Freigang aus der Klinik bewachen sollten. Ich konnte ihn auch nicht einreden auf ihn. Ne? Aber dann sagt er noch, Schäfer, lass mich laufen. Ja? Ich sage, das hat keinen Sinn. Er wollte mich umbringen. Sonst hätte er nicht 5 oder 6 Mal Herzgegend und die anderen Male in den Brustbein gestochen. Ja? Er war wie im Blutrausch. Das verhängnisvolle Ende einer therapeutischen Maßnahme. Frank Schmökel gelingt die Flucht. Wo der Hubschrauber so über dem Block war, hat er irgendwie so komisch gekickt und dann ist er so quer in den Wald hier hingerannt. Mit einem völlig voll blutbeschmierten Pullover liegt er durch die Gegend gerannt. Ich denke, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte ja eigentlich nur eine Flucht ohne Gewalt, vielleicht irgendwo zur Ruhe kommen. Überall in Strausberg Polizeikontrollen. Panik in der Stadt. Strausberg entwickelt sich so ein bisschen zur Hysterie, was man als Eltern auch verstehen muss. Angst vor allem um die Kinder. Die sind selber vernünftig und gehen eben im Dunkeln nicht raus, so lange bis wir die Nachricht haben. Der ist geschnappt. Bloß wir sind eben der Meinung, man sollte die Psychologen, die den Mann freigelassen haben, gleich mit in die Zwangsserie stecken. Ne? Zum 6. Mal innerhalb von 6 Jahren gelingt Frank Schmökel die Flucht. Herr Schmökel war für mich auch wie der Wolf im Schafpelz. Er konnte sich gut verstellen und er konnte auch, wie gesagt, sehr angepasst reden. Was möglich ist und im Grunde unmöglich ist. Aber es hat mich... zutiefst beunruhigt, erschreckt. Pfarrer Brinkt besorgt Frank Schmökel eine Arbeit bei der Kirche. Auf dem Friedhof von Demmin. Es wird eine gute Zeit für ihn. Er war dankbar für jedes Dankeschön. Wenn er etwas gemacht hatte und ich sagen konnte, Frank, das hast du aber gut gemacht, ich danke dir, dann hat er gestrahlt übers ganze Gesicht. Er hat mir auch aus seiner schweren Zeit in seiner Jugend erzählt. Mami wird Helga Goos von Schmökel genannt. Er war ein betrogener Mensch, weil kein Mensch auf der ganzen Welt bisher ihm etwas zutraute. Und er sich selbst auch nichts zutraute. Frank Schmökel kommt aus einem sozialistischen Elternhaus. Gegen den Willen des Vaters lässt er sich taufen, hofft auf Läuterung. Doch der Trieb führt ihn immer wieder zurück zu den Tieren. Und unbeholfen nähert er sich kleinen Mädchen, provoziert, zeigt sich nackt. Er hat geweint. Er hat geweint, er hat erzählt, es tut mir so leid. Aber...
Ich habe das dann auch nicht dramatisiert. Damals sind ja noch nicht so schlimme Dinge passiert. Und ich habe auch nicht geahnt, dass das mal für ihn relevant werden könnte, dass er Menschen töten könnte. ...1987 finden Schmökels Tage im Dienst der Kirche ein abruptes Ende. Mehrfach verstößt er gegen Anweisungen, fährt mit dem Transporter der Friedhofsverwaltung in die Stadt, ohne Erlaubnis. Ihm wird gekündigt. Vielleicht war es ja so, dass es so eine Art Wettstreit gab in seinem Leben. Entwickle ich mich in dieser, entwickle ich mich in jener Richtung und also in einer positiven, in einer konstruktiven, in einer sozial akzeptierten, bekomme ich die Anerkennung von anderen für gute Leistungen. Und dass dieser Wettstreit immer mehr zu Lasten dieser guten Taten, will ich es mal in Anführungszeichen nennen, ausgegangen ist, dass er gemerkt hat, auf diese Weise schaffe ich es nicht. Und er gewissermaßen in einer Art, in der Psychologie würde man das Reaktionsbildung nennen, umgekippt ist. Und jetzt versuche ich das Gegenteil davon. Umschreibt. Wegen seiner Kurzsichtigkeit habe er den Rentner mit einem Kind verwechselt, das er vergewaltigen wollte, behauptet Schmökel später. Das Gericht wird das nicht für glaubwürdig halten. Doch nun hat er ein Auto. Das Auto von Johannes Berger. Wie in seinem Tagebuch angekündigt. Hört sich ja vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich war irgendwie zufrieden. Zufrieden? Irgendwie, als wenn ich irgendwas beendet hätte oder so. War alles so gekommen, wie ich sag ja nicht, wie ich es geplant habe. Das ist alles so gekommen, wie ich es kommen musste oder so. Jemanden zu töten ist die extremste Form der Manipulation eines anderen Menschen, nämlich Herr zu sein über Leben und Tod. Nicht nur Herr zu sein über seine Handlungen, über seine Empfindungen, über seine Ängste, sondern über sein eigenes Lebensschicksal bestimmen zu dürfen. Und das verschafft einem Menschen wie Frank Schmökel Zufriedenheit. Schmökel fährt nach Süden, nach Nieski in Sachsen. Mit der Telefonkarte seines Opfers ruft er seinen ehemaligen Therapeuten Michael Brandt an, berichtet, was geschehen ist. Ich war nicht völlig überrascht und erschreckt darüber, dass es so ungefähr der schlimmstmögliche Ausgang war. Und gleich der Gedanke, jetzt hat er den Rest seines Lebens endgültig verbaut. Der Therapeut informiert die Polizei. Seinen Aufenthaltsort hat Schmökel nicht verraten, aber wo Johannes Berger zu finden ist. Stunden nachdem sie zum ersten Mal dort waren, fahren die Beamten wieder in die Laubenkolonie im Postbruch. Finden nun Johannes Berger. Tot. Sein Freund Volker Witschers muss ihn identifizieren. Ich habe Hannes erkannt in der Kleidung. Ich konnte ihn nicht von vorn sehen und das blieb mir auch erspart, nachdem der eine Beamte gesagt hat, werden Sie bitte stehen. Also es hat sich dann selber gesichert und mich gesichert mit der Pistole. Ist dann hingegangen zum Hannes und hat mich gewarnt, kommen Sie bitte nicht näher. Den Blick ersparen Sie bitte. Hilfe für Johannes Berger ist nicht mehr möglich. 10:30 klingelt es. Da habe ich aufgemacht und als die dann vor mir standen an der Wohnungstür, wusste ich sofort, die kommen mit einer schlimmen Nachricht. Die Polizei hat das Nachsehen. Schmökel hat jetzt mehrere Stunden Vorsprung. Genug Zeit, um auch über die Grenze nach Tschechien oder Polen zu kommen. Durch einen massiven Krafteinsatz, durch Absuchmaßnahmen und so weiter, eben in dem Bereich, wo das Fahrzeug abgestellt wurde, festzunehmen. Frank Schmökel beobachtet die Polizisten. Wollte dann eigentlich zurück und dann haben an dem Auto da, vor dem Auto, mehrere Männer gestanden. Gott sei Dank, jetzt haben sie mich entdeckt und dann habe ich nur von Weitem gesehen, Sirene und so, dann mehrere Autos, die da sind, in diese Richtung fuhren und dann bin ich einfach nur noch gelaufen. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Systematisch durchkämmen die Polizisten das Waldstück.
und finden ein provisorisches Zelt. Darin ein Luftgewehr, Werkzeug, mehrere Messer. Alles aus Laubeneinbrüchen. Offenkundig Frank Schmökels Basislager. Ja, man hat sich versucht, dort irgendwo einzunisten, aus welchen Gründen auch immer. Ob jetzt die Verhandlungsmaßnahmen ihn dazu gezwungen haben oder wie auch immer. Das war für uns der entscheidende Punkt. Er befindet sich noch im Verhandlungsraum Bautzen, größere Umgebung. Und es bedarf jetzt wirklich bloß einer massiven Anstrengung, um ihn dort auch aufzugreifen. Über 1000 Polizisten aus ganz Deutschland bilden jetzt einen Ring um das Waldgebiet bei Bautzen. Die Schlinge wird enger. Es ist immer so eine Gratwanderung. So viel Fahndungsdruck, dass er nicht zur Ruhe kommt, aber nicht so viel Fahndungsdruck, dass er zu unüberlegten, mehr Rückenmark, denn kopfgesteuerten Handlungen geführt wird. Zum Beispiel auf einen Menschen zu treffen im falschen Zeitpunkt, der dann vielleicht zum Opfer wird, obwohl er gar nicht zum Opfer werden sollte. Fast ausgestorben wirken die Dörfer im Fahndungsgebiet. Es gab viele Beispiele, dass dort also Leute seit Tagen nicht mehr auf die Straße gegangen sind, Probleme mit der Versorgung bekommen haben, also sich von irgendjemandem Milch und sonstige Lebensmittel haben mitbringen lassen. Kein Kind geht mehr unbegleitet nach Hause. Man hat Angst und man ist eigentlich sprachlos, wie sowas passieren kann, ne? Wenn er schon ein paar Mal ausgebüxt ist, dass da ein Augenmerk drauf gelegt wird. Also muss ich alles sagen, wir haben Angst. Siebter November. Der Tag der Entscheidung. Und wieder ist es ein aufmerksamer. Er war wie im Blutrausch. Das verhängnisvolle Ende einer therapeutischen Maßnahme. Frank Schmökel gelingt die Flucht. Wo der Hubschrauber so über dem Block war, hat er irgendwie so komisch gekickt. Und dann ist er so quer in die Waldtieren gerannt. Mit einem völlig voll blutbeschmierten Pullover liegt da durch die Gegend gerannt. Ich denke, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich wollte ja eigentlich nur eine Flucht ohne Gewalt, vielleicht irgendwo zur Ruhe kommen. Überall in Strausberg Polizeikontrollen. Panik in der Stadt. Strausberg entwickelt sich so ein bisschen zur Hysterie, was man als Eltern auch verstehen muss. Angst vor allem um die Kinder. Die sind selber vernünftig und gehen eben im Dunkeln nicht raus. So lange, bis wir die Nachricht haben, der ist geschnappt. Bloß wir sind eben der Meinung, man sollte die Psychologen, die den Mann freigelassen haben, gleich mit in die Zwangsjahre stecken. Ne? Zum sechsten Mal innerhalb von 6 Jahren gelingt Frank Schmökel die Flucht. Herr Schmökel war für mich auch wie der Wolf im Schafpelz. Er konnte sich gut verstellen und er konnte auch, wie gesagt, sehr angepasst reden. Und daraufhin hatten wir auch das große Vertrauensverhältnis entwickelt und haben ihn auch so eingeschätzt, als wenn er therapierbar wäre. Die Schwierigkeit bei der Beurteilung von Schmökel hinsichtlich seiner Gefährlichkeit, hinsichtlich seiner Fluchtgefahr zum Beispiel, liegt darin, dass er sich über gar nicht so kurze Zeit, über längere Zeit gegenüber anderen Personen sehr freundlich, sehr geschickt, sehr umgänglich verhalten kann und dass es dadurch erschwert ist, seine wahren Ziele, nämlich auszubrechen, wieder Gewalttaten zu begehen, dass es dadurch möglich ist, diese wahren Ziele zu verbergen. Wie wurde Frank Schmökel, was er ist? Eine Spurensuche. Hier in Mecklenburg-Vorpommern hat er als Jugendlicher gelebt. Ein Rowdy, so heißen Jungen wie er im DDR-Jargon. Kleine Diebstähle und Einbrüche hatten ihn in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche gebracht. Einen sogenannten Jugendwerkhof. Mit 18 Jahren bekommt er eine Arbeit als Rinderzüchter in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, einer LPG, bei Demmin. Da war noch nicht lange da, hat immer sein Herz ausgeschüttet. Und
hat dann geäußert, dass er seiner Mutter die Schuld gibt. Die Ehe ist wohl auseinandergegangen, seine Eltern. Der Vater war wieder bei Schwerin verheiratet. Das hat er mir erzählt. Und seine Mutter hat einen neuen Freund. Und er fühlte sich deswegen wohl überbraucht. Dann hat er bloß den Kopf geschüttelt. Aber ich sah in seinem Blick, dass er Schwierigkeiten hatte, psychisch. ...1983 versucht Frank Schmökel, sich das Leben zu nehmen, kommt in psychologische Behandlung. Doch die Ärzte in Greifswald und Berlin können ihm offenbar nicht helfen. Die Diagnose: Kontaktschwierigkeiten. Er bricht die Therapie ab, trinkt exzessiv. Verzweifelt wendet er sich an die evangelische Kirche in Demmin. Vertraut sich dem Pfarrer an. Es war für mich das Empfinden da, hier zieht ein Mensch ein Stück die Jalousie weg, die er sonst vor sich herträgt, und er zieht sie nachher wieder zu. Und er litt an sich selbst, hatte ich den Eindruck. Und er wusste auch, dass der Weg, auf dem er ging, ein gefährlicher ist. Es hat mich nicht schockiert. Pfarrer wissen, dass eine Menge zwischen Himmel und Erde passiert. Was möglich ist und im Grunde unmöglich ist. Aber es hat mich zutiefst beunruhigt, erschreckt. Pfarrer Brinkt besorgt Frank Schmökel eine Arbeit bei der Kirche. Auf dem Friedhof von Demmin. Es wird eine gute Zeit für ihn. Er war dankbar für jedes Dankeschön. Wenn er etwas gemacht hatte und ich sagen konnte, Frank, das hast du aber gut gemacht, ich danke dir, dann hat er gestrahlt übers ganze Gesicht. Er hat mir auch aus seiner schweren Zeit in seiner Jugend erzählt. Mami wird Helga Goos von Schmökel genannt. Er war ein betrogener Mensch, weil kein Mensch auf der ganzen Welt bisher ihm etwas zutraute. Und er sich selbst auch nichts zutraute. Frank Schmökel kommt aus einem sozialistischen Elternhaus. Gegen den Willen des Vaters lässt er sich taufen, hofft auf Läuterung. Doch der Trieb führt ihn immer wieder zurück zu den Tieren. Und unbeholfen nähert er sich kleinen Mädchen, provoziert, zeigt sich nackt. Er hat geweint. Er hat geweint, er hat erzählt, es tut mir so leid. Aber ich habe das dann auch...